Ja, hallo allerseits. In diesem Video wollen wir uns den Algorithmus von Kokyanga und Kasami angucken, auch CYK-Algorithmus genannt. Mit diesem Algorithmus können wir das Wortproblem für kontextfreie Grammatiken lösen. Ja, was bedeutet das? Das bedeutet, wir haben eine kontextfreie Grammatik gegeben und ein Wort und wir wollen überprüfen oder wir wollen wissen, ob dieses Wort in der von dieser Grammatik erzeugten Sprache liegt. Und dieser Algorithmus, der bekommt eben die kontextfreie Grammatik und das Wort gegeben und er sagt uns dann, wenn er fertig ist, ja, das Wort liegt in dieser Sprache oder nein, das Wort liegt nicht in der Sprache. Eine wichtige Voraussetzung für diesen Algorithmus ist, dass diese kontextfreie Grammatik in der sogenannten Chomsky-Normalform vorliegt. Was das genau ist und wie man eine Grammatik in Chomsky-Normalform umwandelt, das ist ein Thema von einem anderen Video, wahrscheinlich schon dem nächsten. Kurz gesagt, aber Chomsky-Normalform bedeutet, dass jede Produktionsregel, ja, wir erinnern uns, die Produktionsregeln waren immer Nicht-Terminal, Pfeil und dann irgendein Wort, ja. Und das Wort hier auf der rechten Seite besteht aus Nicht-Terminalen und Terminalen. Und Chomsky-Normalform bedeutet, dass die Regeln immer die Form haben, also dass die rechte Seite immer irgendwie die Form haben, entweder zwei Nicht-Terminale oder ein Terminal. Ja, nur diese beiden Möglichkeiten. Entweder irgendein Nicht-Terminal geht über auf ein Wort aus zwei Nicht-Terminalen oder ein Nicht-Terminal geht über auf ein Terminal. Und eigentlich müsste man noch Ausnahmen machen, was wieder Epsilon angeht, aber darum kümmern wir uns jetzt erstmal nicht. Ja, und so eine Grammatik habe ich schon mal vorbereitet. Und zwar hier, also streng genommen sind das nur die Produktionen der Grammatik. Ja, eine Grammatik hat ja vier Komponenten. Nicht-Terminale, Terminale, Produktion und Startsymbol. Das Startsymbol ist S, das habe ich jetzt alles mal implizit angenommen, genau wie die Nicht-Terminale, das sind einfach alle, die hier vorkommen, und die Terminale sind A und B. Ja, und wir sehen hier, alle Regeln haben immer diese Form, ja, also S geht über auf AB oder auf CD oder auf AD, C auf AB oder SC, D auf BC oder AD oder BB. Und also das hier sind die ganzen Regeln der ersten Form, die wir eben gesehen haben. Und hier A geht über auf das Terminal A, B geht über auf das Terminal B. Die Regeln der zweiten Art, ja. Das wäre eine kontextfreie Grammatik in Chomsky-Normalform. Und für diese können wir diesen Algorithmus anwenden. Und vielleicht fragen wir uns dafür erst nochmal, was heißt es nochmal, dass ein Wort in der von der Grammatik erzeugten Sprache liegt? Das hieß ja, wir können irgendwie aus dem S, also ich gebe mal ein Wort vor, zum Beispiel ABBAB, ja. Und das Wort ist in der Grammatik, in der von der Grammatik erzeugten Sprache, wenn wir irgendwie so eine Ableitung finden, wo dann am Ende dieses Wort rauskommt. Und mit diesem Algorithmus werden wir nicht nur das rausfinden, ob genau das S dieses Wort hier ableiten kann, wir werden viel allgemeiner beantworten können, welche Nicht-Terminale aus unserer Grammatik können welche Teilworte unseres Wortes ableiten. Ja, das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber das ganze Wort ist ja auch ein Teilwort von sich selbst, ja. Und wenn der Algorithmus am Ende sagt, das S gehört zu den Nicht-Terminalen, die ABBAB ableiten, dann wissen wir, unser ABBAB ist in der Sprache. Ja, und wenn das S nicht unter diesen Nicht-Terminalen ist, dann nicht. Dieser Algorithmus ist aber ein typischer Divide-and-Conquer-Algorithmus, also ein Algorithmus, bei dem das Problem auf Teilprobleme reduziert wird. Ja, wir stellen uns diese Frage für alle möglichen Teilwörter, ja. Wie können wir zum Beispiel einfach nur das A ableiten oder dieses AB und so weiter? Ja, und kriegen dann irgendwann auch raus, wie wir ABBAB ableiten. So, und um diesen Algorithmus durchzuführen, da malt man sich normalerweise so eine Pyramide oder auch Dreiecksmatrix. Ja, ich mach's gerne mit einer Pyramide. Es kann sein, dass das bei euch jetzt im Kurs oder in der Vorlesung, dass die Pyramide gedreht ist, ja, vielleicht um 45 Grad, dann wäre es eine Dreiecksmatrix, ja, oder irgendwie anders gedreht, ja, dann versucht euch das im Kopf so hinzudrehen. So, was wir jetzt mit dieser Pyramide machen, wir schreiben in diese Zelle hier sämtliche Nicht-Terminale, die dieses Teilwort hier ableiten, in diesem Fall nur das A. Ja? Und ganz allgemein, wir schreiben in jede Zelle immer die Nicht-Terminale, die das Teilwort ableiten, was man bekommt, wenn man von der Zelle schräg nach unten geht. Also zum Beispiel, was soll hier am Ende rein? Da sollen alle Nicht-Terminale, die das Wort ABB ableiten können. Ja? Oder was soll in
diese Zelle hier rein, alle Nicht-Terminale, die das Wort BA ableiten können. Ja, und was soll dann in diese Zelle hier mitten rein? Da sollen alle Nicht-Terminale, die das Wort ABB, AB ableiten können, also genau unser gewolltes Wort, unser gesuchtes Wort. Ja? Das heißt, wenn hier am Ende von unserem Algorithmus das S drin steht, das Startsymbol, dann lautet die Antwort ja, das Wort ist in der Sprache. Und wenn hier nicht S drin ist, dann heißt es nein, das Wort ist nicht in der Sprache. Okay, aber wir fangen ganz klein an. Ja, wir fangen mit der unteren Zeile an. Wir fragen uns jetzt, welche Nicht-Terminale können uns nur das A ableiten? Wir suchen also nach Regeln, wo einfach nur klein a auf der rechten Seite steht. Das ist das Nicht-Terminal Groß A. Hier aus dem Groß B können wir B ableiten. Und hier überall dasselbe. Ja. Die erste Zeile ist immer recht einfach. Die zweite Zeile ist auch noch recht einfach. Ja, was suchen wir jetzt? Jetzt suchen wir die Nicht-Terminale, die uns das Wort AB ableiten können. Wie können wir das Wort AB ableiten? Unsere Regeln sind so geschaffen, dass wir das Wort AB nicht direkt ableiten können. Ja? Denn wir haben nur Regeln entweder auf ein Terminal oder auf zwei Nicht-Terminale. Hier sind aber zwei Terminale, die wir haben wollen. Es gibt also nicht eine Regel. Es gibt nicht ein Nicht-Terminal, aus dem man direkt AB ableiten kann. Wir müssen also eine von diesen Regeln hier benutzen, ja, wo ein Nicht-Terminal übergeht auf zwei Nicht-Terminale. Und zwar auf welche zwei? Naja, einmal auf dieses hier und einmal auf dieses hier. Ja, wir suchen also irgendein Nicht-Terminal, woraus wir AB ableiten können. Denn dann können wir aus dem A das A machen, aus dem B das B und sind fertig. Ja, wir suchen jetzt also für diese Zelle hier alle Nicht-Terminale aus der Grammatik, die auf AB abgeleitet werden können. Und dann sehen wir, hier ist AB, das wäre einmal das S. Und hier ist auch AB, das wäre das C und das war's, ja? Also S und C können abgeleitet werden zu AB. Und dann schreiben wir in diese Zelle also S und C rein, ja? Meinetwegen durch Komma getrennt, kann das auch weglassen. Ja, lassen wir es einfach weg, wir wissen, was gemeint ist. S und C sind die Nicht-Terminale, die das Wort AB ableiten können. Ja, das heißt nebenbei auch gesagt, das Wort AB ist in der Sprache, ja? Aber das interessiert uns ja jetzt gar nicht. Wir machen weiter. Welche Nicht-Terminale kommen hier in diese Zelle? Alle Nicht-Terminale, die das Wort BB ableiten. Das geht nur, indem wir Groß B irgendwie ableiten. Und das kann nur das D hier, ne? Ja, denn sonst kommt nirgendwo auf der rechten Seite Groß B vor. Okay, dann gucken wir weiter. Die Kombination BA. Ja, wir suchen Nicht-Terminale, die BA ableiten können. Und das geht nur mit einem Groß B, Groß A. Suchen wir nach solchen rechten Seiten hier. Und da sehen wir, es gibt keine. Ja, es gibt kein Nicht-Terminal, das wir auf Groß B, Groß A ableiten können. Das heißt, die Menge der Nicht-Terminale, die BA ableiten können, ist leer. Und dann schreibt man hier das Symbol für die leere Menge hin. Ja, normalerweise müsste man hier auch überall Mengen hinschreiben. Ja, aber ich finde, das sieht einfach nicht schön aus. Deswegen mache ich diese Kurzschreibweise. Und hier hinten, in diese Zelle, sollen jetzt wieder alle Nicht-Terminale, die das Wort AB ableiten. Ja, aber das kennen wir schon, was da rauskommt. Und zwar hier, SC, das hatten wir uns schon überlegt. Dann müssen wir uns das nicht nochmal überlegen. Ja. Zur Sicherheit sollte man das aber immer tun, wenn man das tatsächlich durchführt, weil man sich hier wirklich gut vertun kann bei dem Algorithmus. Gerade jetzt bei den oberen Zellen, da kommen wir nämlich jetzt hin. Jetzt wird's kompliziert. Sind wir bei dieser Zelle hier. Was soll hier rein, fragen wir uns. Okay, hier sollen alle Nicht-Terminale, die das Wort ABB ableiten können. Ja. Und wie können wir das machen? Wir haben ja nur solche Regeln, wo wir ein Nicht-Terminal auf zwei Nicht-Terminale schicken. Ja. Und entweder ist es jetzt so, dass, wenn wir diese Regeln dann anwenden, wir kriegen aus dem ersten Nicht-Terminal das Wort AB und aus dem zweiten das B. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Das heißt, wir suchen eine rechte Seite, wo das erste Zeichen eins von denen ist und das zweite eins von diesen hier, also nur das B. Ja, wenn wir also ein Nicht-Terminal finden, was SB oder CB ableitet, dann können wir das hier hinschreiben. Haben wir so eins? Nee, haben wir leider gar nicht. Ja, aber hätten wir so eins gehabt, dann hätten wir es hier reinschreiben können, denn dann hätten wir zum Beispiel SB ableiten können und aus dem S dann weiter AB und aus dem B das B und dann hätten wir ABB bekommen. Ja, existiert aber in diesem Fall gar nicht. Ja, es gibt keine rechte Seite, wo SB steht oder CB. Es gibt ja aber noch andere Möglichkeiten, und zwar,
könnten wir unser Wort hier unten nicht so aufteilen, sondern so. Das heißt, wir suchen nicht Terminale, wo wir aus dem ersten klein a ableiten können und aus dem zweiten bb. Das heißt, wir suchen nach der Kombination ad. Steht irgendwo ad und da finden wir tatsächlich zwei Stück und zwar hier und hier. Ja, ad. Das heißt, das s und das d erfüllen diese Eigenschaft. Das heißt, wir schreiben in diese Zelle hier s und d. Und dann gucken wir zur nächsten Zelle. Hier sollen jetzt alle Nicht-Terminale, die das Wort bba ableiten können. Ja, das ist ja das Wort, was wir kriegen, wenn wir schräg nach unten gehen jeweils. Und bba, wie können wir das aufteilen? Wir könnten es aufteilen zum Beispiel als einmal b und dann ba. Ja, für das, um das b abzuleiten, brauchen wir das hier, nun b. Um ba abzuleiten, da sehen wir, das geht gar nicht. Ja, das heißt, diese Möglichkeit fällt eigentlich sofort weg. Ja, wenn wir, weil wir ba nicht ableiten können, finden wir auch kein Nicht-Terminal, das wir ableiten können auf eine Kombination von zwei Nicht-Terminalen, wobei das zweite davon ba ableitet. Ja, denn da gibt es gar keins von. Aber es gibt ja noch diese Möglichkeit hier. Ja, indem wir das Wort so aufteilen. Erst wollen wir ein Nicht-Terminal haben, was uns bb ableitet und als zweites eins, was uns das a ableitet. Also dieses und dieses hier. Jetzt suchen wir also nach rechten Seiten in unserer Grammatik der Form da und wir sehen, davon gibt's keine. Das heißt, keine Kombination hat geklappt. Ja, weder, dass wir das so aufteilen, bba, noch dass wir es andersrum aufteilen, also b und dann das Wort ba. Keine davon war möglich, das heißt, es gibt keine Nicht-Terminale, die das Wort bba ableiten. Also schreiben wir hier wieder die leere Menge rein. So, jetzt kommt diese Zelle hier. Wir wollen das Wort bab ableiten. Das könnten wir einerseits machen, indem wir versuchen, ba abzuleiten und dann b. Ja, also unser erstes Nicht-Terminal leitet ba ab und das zweite auf b. Aber das hatten wir eben schon, ba können wir nicht ableiten, weil hier leere Menge steht. Ja, also quasi diese Kombination leer und b, aber das geht natürlich nicht, weil eins davon leer war. Aber wir können das Wort andersrum aufteilen, und zwar erst b und dann ab. Das wäre einmal dieses Nicht-Terminal und dann diese beiden hier. Aus groß B können wir klein b machen und wir hatten gesehen, aus groß S können wir ab machen und aus groß C können wir ab machen. Das heißt, wir suchen jetzt Nicht-Terminale, aus denen wir ableiten können etwas, wo zuerst B und dann S oder ein C steht. Also BS oder BC. Finden wir irgendwo BS oder BC? Hier finden wir BC von einem D aus. Und BS finden wir nicht. Das heißt, D ist das einzige und das kommt dann hier rein. So, und jetzt gehen wir noch eine Stufe höher. Jetzt kommen alle Teilworte der Länge 4. Ja? Davon gibt's nur noch zwei, entweder die ersten 4 oder die zweiten 4. Ja? Gucken wir uns das erste Teilwort der Länge 4 an. ABBA. Wir suchen also Nicht-Terminale, aus denen wir ABBA ableiten können. Was könnte man da tun? Und jetzt wird langsam auch die so eine Struktur klar, wie man das macht. Man, wenn man hier für diese Zelle sich interessiert, man setzt seinen einen Marker hier direkt links unter die Zelle und den anderen Marker, da geht man die ganze Reihe runter bis hier und setzt den hier an diese Stelle. Ja, und danach lässt man die Marker so hochwandern. Ja. Also als erstes überprüft man diese Kombination, als nächstes dann diese, ja, der rechte Marker geht einen hoch, der linke einen runter, das wäre dann hier die Teilung und im letzten Schritt macht man dann die Teilung ganz links und das sähe dann so aus, ja. Okay, fangen wir also an mit dieser Kombination. Erst ein S oder ein D und dann ein A, also SA oder DA. Finden wir SA oder DA? Nein, die Kombination finden wir nirgends, ja. Das heißt, wir können das nicht auf diese Art aufteilen. Wenn wir es genau in der Mitte aufteilen, dann ergibt sich das Problem, dass hier eine leere Menge ist. Ja, was bei diesem Algorithmus immer ganz schön ist, denn dann kann man sofort weitermachen, denn wir können BA nicht ableiten. Ja, und damit müssen wir diese Kombination gar nicht weiter überprüfen. Und auch bei der letzten Kombination, wenn wir das versuchen, so aufzuteilen, das Wort in A und BBA, dann klappt das auch nicht. Wir können zwar A ableiten, aber wir können nicht BBA ableiten, denn in diesem Feld steht eine leere Menge. Und ja, jetzt haben wir alle Kombinationen durchgeguckt und haben kein Nicht-Terminal gefunden, also bleibt hier auch die leere Menge. Jetzt geht's um dieses Feld hier. Das Teilwort ist von hier bis hier. Ja. Und wir teilen es als erstes wieder so auf.
Und wir sehen sofort, hier ist eine leere Menge. Das müssen wir also nicht weiter betrachten. Schieben unsere Marker ein weiter. Ja. Und da sehen wir jetzt, wenn wir das in der Mitte aufteilen, einmal müssen wir BB ableiten und einmal AB. Das geht, indem wir ein D haben und dann ein S oder C. Finden wir irgendwo DS oder DC? Nein, DS oder DC kommt nirgends vor. Dann schieben wir unsere Marker weiter. Wir suchen also nach der Kombination BD, aber auch die gibt es nirgends. Und das heißt hier wieder eine leere Menge. So, und jetzt kommen die Teilwörter der Länge 5, beziehungsweise das ganze Wort. Ja, jetzt suchen wir die Nicht-Terminale, mit denen wir dieses Wort ableiten können. Und jetzt ist eigentlich nur noch die Frage, ist das S dabei oder nicht? Ja, und wir fangen an, mögliche Aufteilungen durchzugehen. Wir könnten erst das Wort A, B, B, A und dann das Wort B bekommen. Aber das geht nicht, weil hier eine leere Menge steht. Zweite Möglichkeit, wir leiten dieses Nicht-Terminal ab zu einem, wo erst S oder D steht und dann S oder C. Dann könnten wir nämlich aus dem S oder D das hier, A, B, B machen und aus dem S oder C dann A, B. Dann hätten wir es auch. Das heißt, jetzt suchen wir nach SS, SC, DS und DC. Ja, jetzt müssen wir nach vier verschiedenen Kombinationen suchen. Also gibt's irgendwas, wo als erstes ein S oder ein D steht, hier zum Beispiel, und als zweites ein S oder ein C, ja, das ist hier der Fall, ne? Gibt's noch weitere? Nee, gibt's nicht, ja. Damit haben wir schon mal ein Nicht-Terminal gefunden, also das C kommt hier oben schon mal rein. Aber leider ist es noch kein S, aber wir haben ja noch ein paar Möglichkeiten, suchen wir weiter. Wenn wir das Wort so aufteilen, dann suchen wir nach SD oder CD. Gibt's irgendwo SD oder CD? Tatsächlich hier CD. Aus S können wir CD ableiten. Also kommt das S hier oben mit rein. Und eigentlich könnten wir jetzt sofort aufhören. Ja, sobald wir wissen, hier oben in dieser Zelle steht ein S, heißt es, das Wort hier ist in der von der Grammatik erzeugten Sprache. Ja, aber wir wollen den Algorithmus mal noch zu Ende machen. Ja, aber wir sehen, die letzte Kombination wäre sowieso A und leere Menge, ja, wenn wir das Wort so aufteilen. Aber bei einer leeren Menge gibt es keine Möglichkeit, das so abzuleiten. Also kommt nichts mehr dazu. Ja, so sieht jetzt die fertige Pyramide aus. Und in jeder Zelle steht jetzt immer die Menge von Nicht-Terminalen, die uns genau das Teilwort ableiten kann, welches man sieht, wenn man schräg nach unten geht in beide Richtungen. Also zum Beispiel sagt uns diese Zelle hier, dass wir das Teilwort ABB aus S ableiten können und aus D ableiten können. Ja. Und letztendlich relevant ist dann nur die obere Zelle hier. Das S ist hier drin. Das heißt, wir können aus S irgendwie in ein paar Schritten das Wort ABB AB ableiten. Und deswegen ist unser Wort in der Sprache. Wäre das S hier nicht drin gewesen in der Spitze der Pyramide, dann wäre das nicht in der Sprache gewesen. Ja, ein Nachteil des Algorithmus ist jetzt allerdings, dass man die Ableitung, also wie genau wir jetzt dieses Wort ableiten, das können wir hier nicht mehr ablesen aus dieser Pyramide. Wir haben uns nur immer gemerkt, mit welchen Nicht-Terminalen wir das machen können, aber wir haben uns nicht gemerkt, welche Regel jeweils dafür verantwortlich war. Ja, also jetzt müssten wir uns erinnern, warum haben wir ja das S reingeschrieben. Da müsste man sich genau daran erinnern, weil wir C, D ableiten konnten. Ja, aber das ist ja letztendlich nicht mehr in der Pyramide, diese Information. Das heißt, der Algorithmus, der sagt wirklich nur, ob das Wort drin ist oder nicht und nicht, wie man es letztendlich ableiten kann. Ich hoffe, die Erklärung war anschaulich und im nächsten Video wollen wir uns dann die Chomsky-Normalform mal genauer ansehen, also Grammatiken, die genau diese Form hier haben, links.